Selten war das Medieninteresse beim MSV so groß wie vor dem Relegationsrückspiel der Zebras gegen die Würzburger Kickers. Bekanntermaßen haben die Duisburger das Hinspiel mit 2:0 verloren und stehen nun mit dem Rücken zur Wand. Für Cheftrainer Ilja Gruev allerdings kein Grund, nicht weiterhin an das nicht mehr für möglich gehaltene Wunder des Klassenerhalts zu glauben. Ich bin positiver Mensch und ich versuche auch diese positive Energie jetzt Mannschaft wieder zu vermitteln. Und klar, wir suchen keine Ausrede. Am Freitag haben wir nicht gut gespielt. Das war nicht der MSV, wo wir auch letzte Woche gesehen haben. Und morgen haben wir auch natürlich eine Riesenchance, das wieder gut zu machen. Ich weiß, dass morgen schwer wird, aber nicht unmöglich. Und wir werden alles dafür machen, morgen dieses zweite Relegationsspiel erfolgreich zu überstehen. Keeper Marcel Lenz, der in den letzten beiden Pflichtspielen das MSV-Tor hütete, wird auch heute wieder zwischen den Pfosten stehen. Auch er weiß um die Schwierigkeit der Aufgabe, glaubt aber mit der richtigen Mischung aus Offensive und Defensive den Klassenerhalt schaffen zu können. Ja, ich denke, Würzburg hat eine gute Ausgangssituation geschaffen fürs Hinspiel. Klar müssen wir müssen nach vorne spielen. Wir dürfen jetzt aber auch keinen Harakiri-Fußball spielen und von der ersten Minute alles nach vorne werfen. Ich denke, wir müssen da so eine gute Mischung finden, dass wir nicht hinten noch in Konter reinlaufen. Und ich denke, die Mischung werden wir aber ganz gut finden morgen. Nicht nur das Ergebnis im Hinspiel war enttäuschend. Auch spielerisch konnte der MSV über die ersten 90 Minuten der Relegation nicht überzeugen. Das soll natürlich heute anders werden. Dafür sollen auch die Fans des MSV sorgen. Die letzten drei Heimspiele haben wir verdient gewonnen, auch mit Unterstützung von unseren Fans. Und ich glaube auch, wenn die morgen 30.000 am Stadion sind und unterstützen, wird nicht einfach für unsere Gegner. Einfach wird es für keine der beiden Mannschaften heute Abend. Ob der MSV das Blatt noch wenden kann, wird sich ab 19.10 Uhr zeigen. Denn dann ist für die Zebras der Anstoß zum letzten und wichtigsten Spiel der Saison.